Vielleicht kannst du einmal drauf. Ich bin sehr gespannt, Tim, was jetzt kommt. Und wieder zurück zu mir. Erleben Sie live das Ende einer Freundschaft. Tim hat behauptet, es würde sich um eine Klickterrasse handeln. Auf diesen Moment wartet eine ganze Nation seit Jahrzehnten. Nach den vergangenen Edgar Wallace Meisterwerken Der Zinker, Der Hexer und nochmal Der Hexer, weil vom Hexer gab es zwei Teile, kommt jetzt das epische Edgar Wallace Meisterwerk Der Mulcher. In der Hauptrolle Robert Jackowski als Der Mulcher. Scotland Yard sucht seit Jahren nach einem Serienmörder im Kleingartenmilieu, hat einen Verdacht, kann ihn aber nicht fassen. Aber die Leute sagen, dieses Jahr wird die Ernte in den Hochbeeten sehr gut, denn da vergräbt der Mulcher seine Opfer. Robert Jackowski in der Hauptrolle, Lotti, der kleine Hund, als der böse Teufelsrabauke, der Menschen anfällt, und Berlin als London. Und das erste Mal ohne Klaus Kinski, einfach aus dem Grund, weil Klaus Kinski seit Jahrzehnten tot ist. Also demnächst in Ihrem Internet Der Mulcher. Martin ist auch da und der ist gerade auf unserem ebenerdigen Beet unterwegs und schauen wir mal, was er da macht. Unterwegs bin ich also. Unterwegs bist du, ja. Cool, was pflanzt du denn hier ein? Wo kommt das denn her? Also wir haben in dem Hochbeet super viel Mangold gepflanzt gehabt und haben den viel zu dicht gepflanzt und haben quasi solche Mangoldbüsche gehabt. Und habe ich jetzt die einfach vereinzelt, aber im Hochbeet ist kein Platz mehr. Und jetzt pflanze ich die hier zwischen die Erbsen, die Bohnen und die Kartoffeln. Und man muss sagen, wir hatten ja immer so ein bisschen Angst schon, weil die, oder was heißt Angst, also die Bohnen kamen ja die ganze Zeit nicht. Und jetzt haben wir aber, oder wir haben dabei beobachtet, haben die Vögel dabei beobachtet, wie die unsere Bohnen abfressen. Und jetzt haben wir hier überall im Garten diese, naja, so mehr oder minder schönen Plastik-Windräder, die halt als Vogelschutz dienen sollen. Und seitdem kommen tatsächlich die Bohnen raus. Also ich glaube, das hilft einfach. Und ich nutze die Gelegenheit gleich und häufle endlich mal die Kartoffeln an, weil ja schon ganz viele von euch in den Kommentaren auch gesagt haben, dass die Kartoffeln angehäufelt werden müssen. Und jeder, der in den Garten kommt, sagt, die Kartoffeln müssen angehäufelt werden. Und jetzt machen wir das endlich mal. Genau, und wie gesagt, Mangold ist hier noch ein bisschen Platz. Und der wird jetzt hier auch noch gepflanzt. Das ist doch sehr schön. Seht ihr mal, wie wir auf euch hören, wenn ihr in den Kommentaren was schreibt. Hinterlasst auch gerne nach diesem Video wieder etwas in unseren Kommentaren. Wir haben ja noch eine Menge zu lernen und entsprechend. Ja, und es ist wieder so viel passiert an diesem ereignisreichen Tag. Ich zeige euch gerne nochmal unser Hochbeet, wie es gerade aussieht. Echt toll, auch schon gewässert heute, war es ziemlich warm. Mangold sieht gerade nicht so cool aus, liegt aber daran, dass Martin die vereinzelt hat. Die standen ja alle so in einer Gruppe wie das da oder wie diese Zusammenstellung dort. Und er hat jetzt ins ebenerdige Hochbeet da hinten einiges umgepflanzt. Ansonsten ist jetzt neu im Hochbeet auch, sind die rote Beete. Dann rote Beete, unterschiedlichste Beete, bunte Beete, gelbe Beete. Also alles Mögliche, was wir von Marvin noch bekommen hatten. Ja, ihr merkt, Marvin hat da wirklich sehr viel zur Verfügung gestellt. Und da sind wir auch echt dankbar, weil wir ja sehr, sehr viele Anzuchten verloren haben, nachdem wir sie zu früh rausgepflanzt haben. Aber ich habe das wirklich als Kind, habe ich mir so gedacht, ich werde mal so Modedesigner. Ein Glück hat das nicht funktioniert, wa? Wieso? Dann siehst du jetzt vielleicht besser aus. Hier wird gerade noch was mit dem Spaten gemacht. Und zwar macht der Martin ein Loch, weil hier noch was eingepflanzt wird. Was willst du denn vor unseren Misthaufen pflanzen? Spaghetti.
Spaghetti-Kürbis. Spaghetti-Pflanze. Die Spaghetti-Pflanze, genau. Ja, da haben wir von Marvin noch Spaghetti-Kürbis bekommen. Und der wird dort, ist ganz schön ein tiefes Loch, oder? Na, da kommt ja noch Erde rein. Okay. Und ein bisschen Dünger und so weiter und so weiter. Genau, okay. Martin macht das alles ganz professionell. Hier, wo wir gerade schon mal am Misthaufen stehen, ist leider unsere Wassermelonenpflanze, die irgendwie einen Geist aufgibt scheinbar. Ich weiß nicht warum. Ich gieße sie eigentlich immer fleißig, aber irgendwie will die nicht so richtig. Vielleicht zu trocken, wer weiß. So, und dann kommt da ein bisschen Dünger rein. Wo ist die Erde? Wo ist die Erde? Welche Erde denn? Na, die haben noch welche. Wir haben noch extra so eine Tomaten- und Gemüseerde, die wir da reinnehmen, weil die ein bisschen nährstoffhaltiger ist. Und dann gucken wir mal, was das hier wird. Ah ja, genau, dann kommt die Tomaten- und Gemüseerde. Die soll, wie gesagt, ein bisschen mehr Nährstoffe haben als so normal. Oh, aua. Ja, der darf gleich wieder rein. Reicht denn der Gartenschlauch von da drüben hierher? Weiß nicht. Okay. Der neue? Der nee. Der kleine. Nee. Der cool, ja. Ich glaube nicht. Okay. Die Erde ist gar nicht so. Was? Ja, bin ein bisschen durcheinander. Ich wollte gerade sagen, die Erde ist ja gar nicht so trocken, aber die ist ja auch, die kommt ja auch aus der Plastikverpackung gerade. Also, oder Kunststoff. Whatever. So. Ah, da wird jetzt auch nicht Wasser ins Pflanzloch gegeben. Und dann kommt der Spaghetti-Kürbis rein. Das sind eigentlich zwei. Aber ich glaube, die lassen wir zusammen. Ja? Ja, oder? Meinst du, es geht? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Die mögen sich aber. Hm. Die wollen nicht mehr getrennt werden. Tja, Leute, was meint ihr? Können die beiden Spaghetti-Kürbisse zusammenbleiben oder sollte man sie lieber trennen? Ich glaube, Martin handelt jetzt einfach. Von daher werden wir dann im Nachhinein sehen, ob wir totalen Murks gebaut haben oder nicht. Was auch ganz schön großartig schon geworden ist, ist, dass alles, was wir hier ausgesät haben, in der Baumscheibe unseres Apfelbaums. Also sieht schon echt cool aus. Hier haben wir auch eine bienenfreundliche Blumenmischung ausgesät und das ist jetzt innerhalb von, ich glaube, 2 Wochen richtig doll grün geworden und wir sind mal gespannt, was da blühtechnisch demnächst kommt. Dann ist Martin noch dabei, hier wieder das nächste Loch zu graben und zwar gräbt er ein Loch für Soja, für Edamame. Auch diese Pflanze oder diese Pflanzen, 3 Stück sind insgesamt, haben wir von Marvin bekommen. Ich nenne diesen Namen sehr häufig derzeit. Vielen Dank nochmal. Ups. Ja, hier die Erdbeeren sind auch sehr schön, immer noch einige Blüten dran. Und auch schon gesehen, erste Erdbeerfrüchte, natürlich noch nicht rot, aber in hellgrün sind hier auch schon zu sehen. Ja, und wie immer, unsere Bohnen, der kurze Überblick. Zeitweise dachte ich, oh, die werden jetzt alle abgefressen, sind bald auch alle weg. Und ihr seht auch, einige sind auch ganz schön angefressen. Aber die Pflanzen erholen sich im Großen und Ganzen wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ja, da sind wir mal gespannt, was wir da für eine Bohnenernte haben und inwiefern das hier auch eine schöne kleine Abtrennung mit dem Garten nochmal gibt. Weil das ja hier der Zaun zum Nachbargrundstück ist. Dann Wisteria Blau, Regen hier. Sehr schön. Da sind wir ganz froh, dass wir diesen Bewuchs jetzt gestartet haben für diesen Sichtschutz zu den Nachbarn.
Ja, hier hat ja Martin dann noch so zwei Kürbispflanzen zusammen vor den Misthaufen gepflanzt, der hier ist und auch schön oder auch nicht so schön leider unsere Wassermelone, die irgendwie scheinbar den Geist langsam aufgibt. Also ich gebe denen die Hoffnung aber noch nicht auf. Wir gießen weiterhin und schauen, was passiert. Hier sieht man aber auch lustigerweise, wie schon die Himbeeren oder Brombeeren wieder durchkommen. Und das ist ernsthaft, ich glaube, Rhabarber. Ja, da wurde nämlich eine Rhabarberwurst. Wo kam die denn her? Die ist ausgebuddelt worden, glaube ich. Und jetzt wächst da. Das muss ich mir gleich mal genau angucken. Das finde ich jetzt ein bisschen spannend. Ja, dann haben wir jetzt noch neun Rhabarber bei uns auf dem Hochbeet, hätte ich fast gesagt. Aber ich meine natürlich den Misthaufen. Lieblich. Jetzt komm weiter. Hier sind noch mehr. Ich will lustig riechen. Hier riecht man den Sommer. Hier riecht man irgendeinen Hund. Muss auch mal ein bisschen tiefer gehen. Hier, guck mal. Oh, soll ich auf die Knie, oder? Ja, versuch mal. Was macht man nicht alles für Ruhm und Erde, wollte ich sagen. Für Ruhm und Ehre. Die ist ja eh schon dahin. So, ich rieche jetzt noch einmal, dann brechen wir diese Aufnahme, diese herabwürdige Aufnahme ab. Hier, da. Ja, dann da. Toll. Ist nicht das Bein heben. Oh Gott, ich dachte schon. Gut. Wir sind heute in einer wunderschönen Kleingartenanlage, die nennt sich Am Anger. Die ist nicht weit entfernt von unserer. Und Robert und ich sind jetzt hier schon mal so ein bisschen durchgestreift und haben geguckt. Und wirklich schön, ruhig, tolle Gärten. Macht richtig Spaß hier zu gucken. Und vielleicht erzählt ihr uns mal, wie eure Kleingartenkolonie aussieht, eure Anlage. Und vielleicht habt ihr ja Bock, dass wir euch mal besuchen. Dann schreibt uns das mal doch und dann gucken wir vielleicht, ob wir euch mal besuchen kommen und mal zeigen, was ihr so macht und was euch so an kleinen Gärtnerwesen gefällt. Ah, Michaela schreibt, schöner Beitrag. Allerdings wird Tim momentan nicht wirklich artgerecht gehalten. Dieven mobbt man auch nicht. Tim, du solltest den Beitrag nicht vorlesen, ne? So, machen wir weiter. Läuft. Also wenn ihr euch damit vielleicht direkt an Robert wenden würdet oder an irgendeinen Petitionsausschuss im Bundestag, wäre mir eventuell geholfen. Ich mache weiter, auch wenn ihr jetzt gerade mit Stöcken auf mich bezeichnet wird und betrogen. Was haben wir denn noch? Ich finde eure Videos sehr unterhaltsam. Ja, so ist es gedacht. Aber wir gucken natürlich auch weiterhin. Das war Tipps zum Gärtnern geben, aber vor allem auch von euch Tipps bekommen und die beherzigen. Robert, weißt du, was ich mir wünsche? Wir waren doch im Baumarkt und da gab es Werbung für irgendwelche Farben, keine Ahnung, mit der Eva Brenner. Das habe ich dir doch gezeigt, ne? Und Eva Brenner ist doch die Moderatorin von Duell der Gartenprofis. Ja, ich weiß, kenne ich. Und ich liebe diese Sendung. Und ich finde Eva Brenner toll, weil die macht ja so Do-it-yourself-Geschichten und so weiter. Und die hat auch eine eigene Werkstatt und dann macht die immer direkt was für den jeweiligen Garten, für die Leute, hört sich so an, was die für Hobbys haben und macht dann irgendwas direkt für sie. So. Und ich finde das immer ganz cool und ich finde das auch eine so angenehme Frau und ich möchte, dass sie uns besuchen kommt. Bitte, wenn sie das auf diesem Wege mitkriegt. Uns besuchen, bitte. Liebe Eva, du hast diesen Hilfeschrei von das Tim gehört. Das war kein Hilfeschrei. Ja, es war vielleicht doch ein Hilfeschrei. Ja, er trägt es nicht mit uns alleine hier im Garten. Vielleicht hast du ja wirklich mal Lust, bei uns vorbeizukommen. Aber habe ich das jetzt richtig? Ja. Ja. Ich finde dich auch sehr sympathisch. Siehste? Und ich würde mich auch freuen, wenn du mal vorbeischaust. Und dann bauen wir irgendwas Schönes. Und dann bauen wir irgendwas Cooles Schönes. Cooles für den Garten. Ja. Und vorab kannst du dich ja auch mal informieren, die 15 Videos, die wir schon gemacht haben, anschauen. Da siehst du, dass wir auf dem Weg können. Ja. Bis dann. Tschüss. Liebe Kleingartenfreunde, in einer der letzten Folgen wurde euch der Eindruck vermittelt, dass es sich bei dieser Terrasse um eine Klick-Terrasse handelt. Vielleicht kannst du einmal drauf. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Und wieder zurück zu mir. Erleben Sie live das Ende einer Freundschaft. Tim hat behauptet, es würde sich um eine Klickterrasse handeln. Und heute sage ich euch, er hat recht.
Nachdem ich den Bauantrag eingereicht habe und die Produktmerkmale noch einmal angeschaut habe, musste ich feststellen, es handelt sich nicht um eine Einhänge-WPC, sondern um eine Klick-WPC-Terrasse. Deshalb diese Gegendarstellung. Es tut mir wahnsinnig leid. Robert, das ist das Schönste, was du seit langem gesagt hast. So, liebe KleingartenfreundInnen, das war es dann auch für heute mal wieder. Wir haben wieder viel geschafft. Ich bin wirklich erstaunt, dass jetzt jeden Tag gerade in diesem wunderschönen Wildgarten es deutliche Veränderungen gibt, dass da endlich was wächst. Es hat gedauert. Und jetzt gehen wir nochmal hier ganz symbolisch unter dem Regenbogen entlang. Ah, der jetzt nicht an ist, aber Martin gerade versucht hat mich hier... Danke. Ah. Ja, das ist jetzt auch schön. Es war heute wieder sehr heiß tatsächlich und jetzt kommen dann auch die heißen Tage und nächste Woche oder in der nächsten Folge kommt unser Pool. Ich bin sehr gespannt, denn das ist ein ganz besonderer Pool, den stellen wir euch dann vor. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt erfolgreich, genießt eure Gärten, eure Freizeit, wenn ihr welche habt und bis bald.